Ja, sich wie ein Kind fühlen, sich auch in Gottes Hand anbefehlen, das muss jeder und darf jeder und auch ich. Besonders auch jetzt, wenn ich diese Aufgabe habe, Gottes Wort zu sagen. Und ich glaube, dass Gott auch helfen wird. Ich habe ein einfaches Thema heute Morgen gewählt. Wenn ich jetzt sage, ich habe, dann glaube ich, dass es Gott mir aufs Herz gelegt hat. Ein ganz einfaches Thema, das wir bestimmt oft gehört haben und auch, das ich auch schon mehrmals immer wieder betont habe. Aber ich hoffe, dass es uns groß wird. Jetzt lasst uns Psalm 103 nochmal aufschlagen und wir lesen die ersten zwei Verse noch einmal. Ein Psalm Davids: Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und ich habe eine Präsentation vorbereitet, dass es uns leichter wird, dem Wort Gottes zu folgen. Und ich habe es genannt, gemeinsam Gott loben. Als die Jugend hier das Thema hatte, gemeinsam Gott dienen, da war ja auch dieser eine Punkt, wo Alte und Junge gemeinsam Gott loben sollen. Und mir ist das so wieder neu groß geworden. Und ich möchte mit Gottes Hilfe heute uns so ein bisschen durchs Wort Gottes führen. Und wenn es etwas mehr wird, Bibelstellen, die das Lob Gottes betonen. Und ich habe zuerst gedacht, ich werde nur, wo es steht, betonen. Aber dann habe ich die auch doch reinkapiert, dass man auch wirklich vor Augen hat. Und ich glaube, dass es uns wirklich bewusst wird, wie dieses Thema so wertvoll ist. Und weil es hier heißt zweimal, lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und dann lobe den Herrn, meine Seele. Und dieses zweimal bedeutet, dass es wichtig ist, dass es sehr betont ist. Und wir können uns erinnern, als einmal Josef vor Pharao stand und Pharao zweimal träumte, den gleichen Traum von anderer Seite zweimal. Und als Josef ihn gedeutet hat, hat er gesagt in 1. Mose 41, Vers 32, dass aber dem Pharao zweimal geträumt hat, bedeutet, dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist und dass Gott es schnell tun wird. Etwas, was so betont wird. Und Geschwister, im Psalm 103 ist nur am Anfang, wo David es sich sagt, ja, lobe den Herrn. Er ermutigt sie selber dazu, aber seht mal, zum Schluss sagt David nochmal im Vers 20 und weiter, lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starke Helden, die ihr seinen Befehl ausführt, dass man auf die Stimme seines Worts hört. Er ruft die Engel mit dazu, dann lobt den Herrn alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobt den Herrn alle seine Werke. An allen Orten seiner Herrschaft lobe den Herrn, meine Seele. Sieht mal, Lob ist etwas Gemeinsames.
Lob ist etwas Einladendes und das uns motiviert. Und wir werden merken, dass Lob mehr ist. Das ist so wie ein geöffnetes Tor. Aus der Finsternis raus und ein Tor wieder ins Licht, in die Gegenwart Gottes. Es gibt dieses schöne Lied, öffnet weit die Lobestore. Und Lob ist etwas, was wirklich diese Tore öffnet. Und ich hoffe, dass Gott uns es groß macht und bedeutungsvoll macht. Und ich habe das folgendermaßen eingeteilt. Erstmal, was das Lob Gottes ist. Danach so ein Loblehrgang, ja. Die Psalme. Die Psalme, das sind Lobgesänge eigentlich, wo das Lob Gottes gesungen wurde. Und dann, welche Macht hat das Lob? Wir wollen uns damit auch beschäftigen. Und ich habe so 10 Punkte, die uns zeigen, was das Lob bewirkt, dass es uns so bewusst wird und wie Lob entstehen kann. Und ja, ich hoffe, dass Gott uns dabei segnet. Jetzt dann zum ersten Punkt, was das Lob Gottes ist. Erstmal, das Wort in Hebräisch bedeutet Yada, das ist bekennen, bejahen, loben, preisen. Und auch in Griechisch Doxa sein, eigentlich das Gleiche, so wie Herrlichkeit, Ehrerbietung, Anbetung, auch Anerkennung. Wenn zum Beispiel allein schon, es gibt ja dieses Zweiseitige, der Lehrer lobt den Schüler. Wenn er ihn lobt, dann anerkennt er seine Leistungen, ja? Dem Schüler ist etwas gelungen. Und wenn der Schüler mal ein Lob dem Lehrer ausspricht, das muss nicht unbedingt Schleimerei sein oder so. Natürlich, es kann auch sein, aber es ist mehr, wo der Schüler sich freut, er hat selbst was gelernt. Und so, dieses Wort schließt viel in sich ein, mehr als einfach so, man sagt, loben. Und ich hoffe, dass es uns bewusst wird, aber wenn man jetzt ausspricht, was dieses Lob in sich hat, das ist einfach eine Antwort des Herzens auf Gottes Wohltaten und auf Gottes Güte. Das, was der Herr uns Gutes getan hat und wir einfach ihn loben. Dann, die Bibel sagt, dass Lob ein köstlich Ding ist. Etwas Schönes. Und dass es kein Zwang ist, sondern dass es aus dem Herzen kommt. Wenn man jetzt zum Beispiel Brot backt, dann ist das Brot etwas Fertiges, aber es hat einige Zutaten. Und wenn man jetzt, welche Zutaten hat das Lob, wenn man jetzt so sagen würde, ne? Dann würde man sagen, unbedingt das Erste, das ist die Freude. Die Freude, die Bibel sagt manchmal Jubel oder Jauchzen. Ja? Im Psalm 89 heißt, wohl dem Volk, das jauchzen kann. Ja, sie werden im Licht deines Angesichts wandeln. Das bedeutet, wenn ein Mensch lobt mit Jauchzen, das heißt aus der Tiefe des Herzens, der Mensch kann es nicht aufhalten. Dann frohlocken, aber nicht nur Freude, sondern auch Liebe. Dass der Mensch den er lobt, auch liebt. Wenn er ihn nicht liebt, dann kann er ihn gar nicht so richtig loben. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen und auch Lob, ja, unbedingt. Danach Aufrichtigkeit. Gott möchte, dass wir es wirklich aufrichtig tun, dass das Lob Gottes angenehm ist. Danach natürlich Dankbarkeit,
Lob und Dank, das geht zusammen. Man kann auch Lob ohne Dankbarkeit gar nicht sehen. Es ist wirklich etwas, was zusammenschmilzt. Und dann natürlich auch Glaube. David sagt im 116. Psalm, ich glaube, darum rede ich. Und so kann man auch sagen, ich glaube, darum lobe ich. Ja? Etwas aus der Tiefe des Herzens. Und dann muss man natürlich auch sagen, dass ja, Lob ist ein geöffnetes Tor. Und gerade im Loben öffnet man die Tore. Oder auch, was man unbedingt sagen muss, Lob ist eine Willensentscheidung. Ich will den Herrn loben, sagt immer wieder David. Wir werden das später dann noch lesen. Und auch wie David sagt, ich will den Herrn loben, solange ich lebe. Solange ich lebe. So ein ununterbrochenes Lob Gott bringen ist wichtig. Und dann natürlich muss man auch die andere Seite kurz erwähnen. Ja? Was Lob ist, aber was Lob nicht ist. Und ich habe hier ein paar Bilder ausgesucht. Wenn man einfach Lobpreis eingibt im Computer, dann erscheinen so viele verschiedene Bilder. Manche vielleicht, die uns innerlich eher so vielleicht erschrecken. Und dann kommt die Frage, welches Lob gefällt Gott wirklich? Geschwister, welches Lob gefällt Gott wirklich? Natürlich, dass das Lob seine Zutaten sozusagen hat. Ja? Dass es nicht etwas Oberflächliches ist, wo nur so die Gefühle aufgeputscht werden, sondern wo etwas Tiefes ist, wo es nicht unbedingt kracht und da so, dass es dröhnt in den Ohren. Und dabei natürlich, Gott kennt die Herzen. Nicht, dass man jetzt sich irgendwo erhebt oder so. Das ist immer wieder wichtig, dass man auch es Gott überlässt. Gott weiß wirklich, welches Lob angenehm ist. Und in Matthäus 15, Vers 8 hat Jesus einmal gesagt zu denen, die vor ihm standen, und besonders zu den Pharisäern, die da dachten, sie sind's, ne? Hat er gesagt, wohl hat Jesaja von euch gesagt, dies Volk naht sich zu mir mit seinem Munde und ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Und dann sagt er, vergeblich dienen sie mir. Ja, Gott möchte kein oberflächliches Lob. So haben wir jetzt geschaut, was das Lob Gottes ist. Ja? Und so sehen wir, dass das Herz muss voll werden. Und wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. So, jetzt Loblehrgang, die Psalme. In Psalm 22, da sagt David, der du wohnst unter dem Lob Israels. Das Wort sagt so viel aus. Dort, wo gelobt wird, wo sein Volk, das wahre Israel, ihn lobt, da möchte Gott sein, da wohnt er, es gefällt ihm da zu sein. Dann in Psalm 119, Vers 164, der 165. Vers, den kennen bestimmt viele auswendig. Großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben. Ja? Sie werden nicht straucheln. Aber der Vers vorher heißt, ich lobe dich siebenmal am Tag wegen der Rechte deiner Gerechtigkeit. David sagt, dass er das siebenmal am Tag macht. Und Geschwister, nimm das mit. Das bedeutet nicht, dass man jetzt zählt. Ja? Siebenmal ist
eine Zahl der Vollkommenheit. Das bedeutet oft, dass man es oft macht. Wir werden auch sehen, wie man das praktisch macht. Dann im Psalm 102, Vers 19 sagt David, das werde geschrieben für die Nachkommen und das Volk, das er schafft, wird den Herrn loben. Das bedeutet, den Herrn zu loben, das ist unsere zukünftige Bestimmung, Geschwister. Dazu sind wir geschaffen, als sein Volk. Das werde geschrieben auf die Nachkommen, das Volk, das er schafft, wird den Herrn loben oder soll den Herrn loben, sagt die alte Übersetzung. Ja, und so, es ist wunderbar. Und dann, dass sie den Namen des Herrn in Zion predigen und sein Lob in Jerusalem. Man soll es tun. Diese Predigt vom Lob Gottes, die muss gepredigt werden. Der Glaube soll aus der Predigt kommen. Dann in Psalm 34, Vers 2 sagt David, wo er das so bezeugt, ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Und David sagt es eigentlich, als er im tiefsten, aus einer tiefsten Verzweiflung, kann man sagen, zum Lob Gottes durchgebrochen ist. Und in Vers 4 sagt er dann weiter, preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Er zieht dann die anderen mit. Und so ist David wirklich ein Lehrmeister, Loblehrmeister. Und ich möchte hier in den Psalmen ein wenig aufmerksam machen, was das Lob in den Psalmen ist. Es ist so wie ein Ü-Tüpfelchen. Und das Psalmbuch hat 5 Bücher. Und besonders zum Ende der Psalme kommt dann so dieses I-Tüpfelchen und am Ende des ersten Buches in Psalm 41, Vers 14 sagt David, gelobt sei der Herr, der Gott Israels von Ewigkeit zu Ewigkeit und dann Amen, Amen. Damit sagt er so, er setzt den Punkt oder dieses I-Tüpfelchen. Gelobt sei der Herr. Damit will er dieses Wort, dieses Buch besiegeln, dass das Buch soll mit Lob erfüllt sein. Dann am Ende des zweiten Buches, in Psalm 72, 2 letzte Verse, heißt es, gelobt sei Gott der Herr, der Gott Israels, der allein Wunder tut. Gelobt sei sein herrlicher Name ewiglich. Und alle Lande sollen seiner Ehre voll werden. Amen, Amen. Seht man, Geschwister? Wieder dieses I-Tüpfelchen. Ein Siegel darauf, dass das ganze Buch soll mit Lob erfüllt sein. Und wenn man dann möchte, die Verse suchen, dann merkt man, da ist so viel. Wie soll ich das alles aussprechen? Dann dachte ich, ich nehme nur das I-Tüpfelchen. Dann Ende des dritten Buches, da ist es einfach so ganz kurz, aber gelobt sei Gott ewig. Kurz, sachlich und aber auch so ein Siegel drauf. Und dann kommt das vierte Buch. Und das vierte Buch, wo auch unser Textwort dringt, lobe den Herrn meine Seele. Dann sind diese Halleluja-Psalme auch damit drin. Aber hier beschließt das Buch mit Psalm 106, Vers 48. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann, und alles Volk spreche Amen, Halleluja. Und Halleluja, das ist nicht anders, das ist in Hebräisch. Preist den Herrn. Halleluja. Das ist
Wieder ein Lob Gottes. Aber zum Ende des Gesamtbuches der Psalme, da kommt wirklich so viel, dass man es gar nicht weiß, wie man es fassen sollte. Und ich habe so ein bisschen einiges ausgesucht wieder. Es fängt schon vom 144. Psalm, da der erste Vers, wo David sagt, gelobt sei der Herr, mein Fels. Und dann, meine Hilfe, meine Burg, mein Schutz, meine Retter. Er sagt, der meine Hände lehrt streiten. Das bedeutet geistlich, der mich einfach fähig zum Kampf macht. Und David, der konnte da den Goliath im Namen des Herrn besiegen. Ich glaube, dass dieses Lob Gottes, das er hatte, wo er immer wieder siegen konnte, hat ihn fähig gemacht. Dann Psalm 145 weiter ist überschrieben, ein Loblied Davids. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Ich will dich täglich loben und deinen Namen rühmen immer und ewiglich. Und das ist nur der Anfang, dann geht's weiter. Wirklich ein Psalm voll Lob. Und dann auch, was der Herr tut. Jetzt Psalm 146 fängt an. Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinem Gott Lob singen, solange ich bin. Dann Psalm 147, Vers 1. Lobet den Herrn, denn unser Gott loben, das ist ein köstlich Ding. In Loben ist lieblich und schön. Seht mal, Geschwister, das ist etwas Schönes. Ich möchte uns ermutigen dazu, dass wir das mitnehmen, dass es nicht ein Zwang ist. Nicht etwas, was man so richtig so anstacheln muss. Nein. Wenn wir das wirklich lernen und tun, das wird uns wirklich zu etwas Schönem. Dann Psalm 148, ein besonderer Psalm. Er ist überschrieben, Gottes Lob im Himmel und auf Erden. Etwas, was wieder Gemeinsames hat. Etwas Sammelndes. Und ich habe so den Anfang hier so ein bisschen genommen. Halleluja, lobet im Himmel den Herrn, lobt ihn in der Höhe. Lobt ihn alle seine Engel, lobt ihn all sein Heer, lobt ihn Sonne und Mond, lobt ihn alle leuchtende Sterne, lobt ihn ihr Himmel, aller Himmel und ihr Wasser über den Himmel. Die sollen den Namen des Herrn loben. Dann geht es einfach weiter und ist so ein wenig uns aufgezählt, was so alles ist. Und das Interessante dabei, wir haben jetzt so ein stürmisches Wetter. Immer wieder, manchmal auch Sonntag, stürmt es. Dann alle diese Namen, Sabine und so weiter. Und es heißt Feuer, Hagel, Schnee, Dunst und Sturmwinde. Haben wir gemerkt, Geschwister, dass selbst im Sturm das Lob Gottes drin ist? Und mir war das auch so kostbar, auch wie Bruder Jonas Freitag sagte, die können sich dem Lob nicht entziehen. Das ist einfach drin, Gott hat es geschaffen, aber wir müssen es hören. Wir müssen es sehen in der Natur, dieses Lob. Und wenn Vögelchen zwitschern, dürfen wir das Lob Gottes darin hören? Es ist mit drin in der ganzen Natur. Die ganze Natur lobt Gott. Und die will uns lehren, dass auch wir, das Volk Gottes, es auch tun. Und dann kommt es weiter. Ihr Könige auf Erden und alle Völker, Fürsten, alle Richter auf Erden,
Jünglinge, Jungfrauen, das bedeutet groß und klein zusammen, ja? Und auch alte, Jungen, mit den Jungen, die sollen den Namen des Herrn loben. Die sollen den Namen des Herrn loben. Wie schön ist es, dass so ist es geschrieben und wird der letzte für alle seine Heiligen sollen loben, die Israeliten, das Volk, das ihm nahe ist. Halleluja. Dann Psalm 149, besonders ein Psalm an die Gemeinde. Zion, lobe den Herrn. Und dann Halleluja, singet dem Herrn ein neues Lied. Die Gemeinde der Heiligen soll ihn loben. Sie sollen loben seinen Namen im Reigen. Mit Pauken und Harfen sollen sie ihm spielen. Gott verheißt dadurch besondere Vollmacht seinen Heiligen. Und dann Halleluja. Seht mal, dieser Psalm, ein besonderer. Da ist dreimal, sie sollen. Aber es ist eine Ermutigung, wie auch im vorherigen Psalm, dreimal, sie sollen. Und das soll etwas Schönes werden. Und natürlich, wenn man dann zum Schluss kommt, zum 150., dann ist, heißt es einfach das große Halleluja. Und lass uns einfach mal kurz durchgehen. Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum, lobet ihn in der Feste seiner Macht, lobt ihn mit Pauken und Reigen, lobt ihn mit Saiten und Harfen, ja, lobt ihn mit Pauken und Reigen, lobt ihn mit Saiten und Pfeifen, lobt ihn mit hellen Zimbeln, lobt ihn mit klingenden Zimbeln. Heute Morgen war der Posaunenchor da, ne? Und das war mit drin, das Lob Gottes. Ich habe mich auch an diesen Liedern gefreut, die auch Loblieder waren. Und dann alles, was Odem hat, lobe den Herrn, Halleluja. Das sind 6 Verse und hier ist der Aufruf zum Lob 11-mal. Ist das nicht herrlich, Geschwister? So sehen wir, das ist die Psalme, das ist ein Lehrgang, wie man richtig Gott loben kann. Und das Lob dabei ist so dieses i-Tüpfelchen. Etwas Schönes und Herrliches. Dann lasst uns mal etwas Praktisches machen zusammen. Ein Kinderlied, aber wir wollen die Kinder mit den Alten zusammen singen. Inge, willst du spielen? Ich hoffe, dass wir das schaffen. Aber wenn nicht, dann lernen wir es.
Dankeschön. Das waren jetzt nur zwei Verse, aber ich glaube, hier ist der Hauptpunkt mit eingeschlossen, dass das Wort Gottes und besonders auch die Psalme und auch dieses Lob Gottes, das ist etwas Vollkommenes. Und es ist nicht nur etwas Vollkommenes, sondern es hat in sich mehr, als wir denken. Wisst ihr, damals, als Jesus in Jerusalem eingezogen ist, und dann haben zuerst die Jünger angefangen, Gott loben und preisen, haben ihre Kleider geworfen auf den Weg und gelobt seid ihr, da kommt im Namen des Herrn. Und dann, als die Kinder auch mit in dieses Lob einstimmten später. Und die Pharisäer sagten, ja, straft die. Und er hat gesagt, habt ihr nicht gelesen? Aus dem Mund der jüngeren Kinder und Säuglinge hast du Lob zubereitet. Und im Psalm 8 steht es, hast du Macht zubereitet. Und ich möchte uns bewusst machen, dass Lob eine Macht ist. Das ist etwas Bewegendes. Es hat etwas in sich. Und ich habe so 10 Punkte, die wir kurz durchgehen. Erstmal, das Lob heiligt den Namen Gottes. Und wir sollen ja Gott im Herzen heiligen. Das ist ein Gebot. Und Psalm 145, 21, mein Mund soll des Herrn Lob verkündigen. Alles, was lebt, lobe seinen heiligen Namen. Und gerade im Lob wird sein Name geheiligt. Das heißt immer und ewiglich. Und erste Bitte im Vater unser, dein Name werde geheiligt. Ja. So wird durch das Lob der Name Gottes geheiligt. Dann das Zweite, Lob öffnet die Tore in die Gegenwart Gottes. Gott kommt in unserer Mitte. Oder nicht umsonst heißt es in Jesaja 60, Vers 18, deine Tore werden Lob heißen. Und ich möchte uns ein kleines Bild vor Augen stellen. Die himmlische Stadt. Wovon sind die Tore gemacht? Wer weiß das? Aus Perlen, ja? Nicht nur aus kleinen. Die Tore, das ist etwas Großes da. Das sind Perlentoren. Und stellt euch vor, wie kostbar diese Perlentore sind. Und das bedeutet, auch dieses Lob, das ist kostbar in den Augen Gottes. Es soll auch uns kostbar sein. Wirklich. Und auf diese Weise, wenn es kostbar ist, es öffnet auch die Tore sozusagen, unsere Herzen in die Gegenwart Gottes. Dann, Lob öffnet die Augen auf Christus. Jesus sagte den Pharisäern, als sie tadelten, die Kinder. Und Jesus sagte dann, zuerst hat er gesagt, wirklich ein Tadel oder wirklich ein Gericht über die Pharisäer. Aber dann sagt er, denn ich sage euch, ihr werdet mich nicht sehen, von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gelobt seid ihr, der kommt im Namen des Herrn. Und wenn man aber spricht, gelobt seid ihr, der kommt im Namen des Herrn, da gehen die Augen auf, dann wird man ihn sehen, dann sieht man ihn. Und man sehnt auch ihn herbei. Und das gibt unserem Herzen einen besonderen Blick auf Christus, auf seine Wohltaten. An das, was er Gutes getan hat. Weiter. Das Lob macht still und zuversichtlich, auch mitten in der Not, Geschwister. Und in Psalm 62,
Vers 2, da heißt es, man lobt dich in der Stille zu Zion und dir bezahlt man Gelübde. Wenn man so richtig dann still wird in der Not und fasst dann auch diesen Entschluss, ich werde mein Gelübde bezahlen. Und Geschwister, ich möchte uns ans Herz legen, lasst uns ein Gelübde machen. Ich will dich loben. Nicht nur ich will, ich werde dich loben. 7-mal am Tag und täglich. Wir hatten in der Jugendstunde, Bruder Nico hatte letzten Sonntag dieses Wort täglich, was wir alles täglich machen. Und 7-mal. Und es heißt auch, gelobt sei der Herr täglich in Psalm 68. Ja? Er legt uns seine Last auf, aber hilft uns zu tragen. Und dann, wir haben einen Gott, der da hilft. Einen Herrn, der vom Tod errettet. Und das ist gerade, wo die Not geht über in das Lob. Weiter, Lob macht stark im Kampf bis zum Sieg. Und da, wenn wir denken an die Sänger Josaphats, da heißt es, als sie anfingen mit Danken und Loben, dann ließ der Herr Hilfe kommen, ja? Ein Hinterhalt über die Ammoniter, über die Moabiter. Und ja, sie musste nur zusehen, wie Gott geholfen hat. Und das hat natürlich dann sie mit Lob und mit Freude erfüllt. Und dann sehen wir, dass Lob eine Macht ist. Eine Macht, die auch so die Feinde besiegt, ja. Gott gibt Mut und später wurde dieses Tal Lobetal genannt. Zuerst haben die Sänger angefangen mit Lob und später hat das ganze Volk nur gelobt und gepriesen. Und sie freuten sich über den Sieg. Weiter, Lob errettet von Feinden. Das sechste, hier möchte ich auch besonders auf die innere Feinde eingehen. Im Psalm 18 sagt David im 4. Vers, ich rufe an den Herrn, den Hochgelobten, so werde ich von meinen Feinden errettet. Und ich möchte kurz auf Hiob aufmerksam machen. Was hat er gesagt? Der Teufel wollte ihn berauben, hat es auch gemacht. Aber Hiob sagte, der Herz gegeben, der Herz genommen, der Name des Herrn sei gelobt und da hat er sich nicht versündigt. Der Feind wollte ihm das Lob wegnehmen, aber er blieb daran. Und wisst ihr, Geschwister, der Teufel hat Angst vor Lob. Der Teufel musste bei Hiob aufgeben. Zuletzt ist Hiob doppelt gesegnet gewesen. Und Teufel musste fliehen bei Saul, wo David Psalme gesungen hat. So fliehen auch Sorgen. Zweifel, Entmutigungen, Schwermut, Furcht und alles Mögliche von dem Lob, Geschwister. Die inneren Feinde, sie müssen weichen. Und eine Schwester hat angerufen und hat sich bedankt von einer anderen Gemeinde. Wir kennen gar nicht die Gemeinde, aber die hat gesagt, sie hat sich von unserer, oder ihre Tochter hat von unserer Gemeindeseite Lieder runtergeladen. Und die hat von anderen auch runtergeladen. Aber dann hat sie gesagt, die hat gemerkt, gerade diese Lieder haben sich sie so ermutigt. Dann hat sie CDs bestellt, wo sie nur die Lieder hört. Und die hat gesagt, sie ist in kurzer Zeit aus der Depression rausgekommen. Die war schwer drin. So sehen wir, das Lob errettet von Feinden, besonders von Inneren. Dann weiter, Lob bereitet Gott den Weg. Und in Psalm
24, Vers 7, wir kennen diese Psalme, da heißt es, machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark, mächtig, der Herr mächtig im Streit. Und wir wissen, dort steht es zweimal, ich habe es hier einmal. Das bedeutet, es öffnet, bereitet Gott den Weg. Es lädt ihn ein zum Kommen. Dann Lob vereint. Alle zusammen, dieses gemeinsame Miteinander. Und als das Haus Gottes gebaut wurde, dann hat Salomo ein Opfer gebracht, gebetet. Und dann kamen die Sänger. Ich denke, die haben wahrscheinlich lange geübt. Und dann, wir lesen so schön, und es war, als wäre es einer. Als hörte man eine Stimme loben und danke dem Herrn. Und da die Stimme sich erhob mit von den Trompeten, oder jetzt von den Posaunen heute Morgen, Zimbern und Saitenspielern und von dem Loben dem Herr, des Herrn, dass er gütig ist, seine Barmherzigkeit ewig wert, da ward das Haus des Herrn erfüllt mit einer Wolke. Seht mal, diese Gegenwart Gottes war da. Dieses Tor wurde geöffnet. Er wurde eingeladen von diesem einmütigen Singen und Loben. Und da sieht man, das ist wunderbar. Das Lob vereint alle zusammen. Und dann natürlich diese Freude, alle sehen, Gott ist da. Lob regt auch zur Mission ein. Wir kennen den 117. Psalm, den kürzesten, den kleinsten, aber er steht in der Mitte. Lobt den Herrn alle Heiden, preist ihn alle Völker, denn seine Gnade und Wahrheit waltet über uns in Ewigkeit. Halleluja. Und dann kurz Lob befreit. Und da denke ich an Paulus und Silas. Die wurden geschlagen. Die wurden wirklich, die dachten so, jetzt ist Schluss. Ja, wie geht es weiter? Die sind gerade am Missionieren gewesen. In Europa und da in Philippi wurden geworfen ins Gefängnis, eigentlich nach einem Sieg. Und dann dachten die so, jetzt Schluss. Der Feind wollte sich rächen. Aber dann heißt es, Apostelgeschichte 16, Vers 25, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und es hörten sie die Gefangenen. Und wie geht es weiter? Ja, da wurden alle Türen auf, ja, allen Banden fielen, die Ketten fielen, die Türen öffneten sich, die Tore sozusagen. Man sieht, welche Macht das Lob hat. Geschwister, ich weiß nicht, ich kann es gar nicht so sagen, aber ich möchte so gerne, dass wir das verstehen. Durch den Glauben, ja, dass Gott uns die Augen auf dieses Macht öffnen, auf diese Macht, welche Macht das Lob Gottes hat. Diese 10 Punkte, das ist mehr natürlich, aber ich weiß nicht, ob wir das so alles mitnehmen können, aber Gott möge uns gnädig helfen darin. Und zum Schluss kurz, wie kann Lob entstehen? Lob entsteht nicht immer im fröhlichen Herzen. Ich glaube, manche könnten ein Liedlein sozusagen davon singen. Und der Anfang eines Lobliedes ist ganz oft ein Klagelied gewesen, ja? Oder manchmal ein Notruf. Und in Psalm 40, wo David einmal so tief in Not war. Die meisten kennen diesen Psalm, aber da heißt es, wo David wirklich nicht nur angefangen hat, da heißt es, beharrlich habe ich auf den Herrn gehofft
Oder ich harrte des Herrn, die alte Übersetzung. Und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Er zog mich aus der grausamen Grube, aus dem Schlamm und stellte meine Füße auf einen Felsen, damit ich sicher treten kann. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gelegt, um unseren Gott zu loben. Alte Übersetzung sagt, zu loben unseren Gott. Dieses neue Lied, das wird manchmal sozusagen in tiefer Not gelehrt und gelernt. Es wird erfahren und dann wird es, keiner kann es einem nehmen. Ja, ich denke, auch wir als Gemeinde haben das immer wieder neu gelernt. Und dieses Lied, das wird nie alt, Geschwister. Das entsteht und es bleibt. Und es bleibt bis in den Himmel. Weiter, wir wissen, Auszug aus Ägypten, wir haben vorigen Sonntag gehört, diese Plagen. Und selbst das Volk Gottes musste was mitmachen. Und als sie dann ausgezogen schon sind, und dann endlich, scheinbar waren sie frei. Und jetzt stehen sie, das Meer vor ihnen, hinten Pharao jagt nach, seitlich die Berge und sie schreien vor Furcht. Und Mose schreit auch. Und was sagt Gott? Ihr sollt stille sein. Der Herr wird für euch streiten. Es ist so etwas Wunderbares, ihr sollt stille sein. Der Herr wird für euch streiten. Und danach, was war? Dann kommt dieses Lied Moses, ein Loblied, wirklich, was Gott getan hat. Dann sieht man diesen Unterschied vor und nachher. Wunderbar. Und wir wissen, dass auch Paulus, Silas im Gefängnis, dort ist ein Lob entstanden, das für uns eine Lehre ist. Weiter, ganz kurz wollte ich noch eins zeigen. Wir dürfen um Lob beten. Aus dem Mund der jungen Kinder und Säuglinge hast du Lob zubereitet. Das bedeutet, Gott bereitet dieses Lob. Aber darin öffnet er auch die Augen. Und ja, dann heißt es, ganz kurz wollte ich noch uns die Frage stellen, was geschieht, wenn das Lob Gottes ausbleibt? Wie denkt ihr? Was geschieht? Jesus hat einmal gesagt, dann müssen die Steine reden. Dann müssen die Steine reden. Wenn sein Volk schweigt, wenn sein Volk nicht lobt, dann müssen die Steine schreien. Nicht nur reden, schreien. Und Jesus sagte damals denen, und ihr werdet mich nicht sehen. Wenn das Volk Gottes nicht lobt, es wird blind. Es verliert den Blick auf die Macht Jesu. Auf das, was er tun will. Und es kann ganz schnell vergessen, was er Gutes getan hat. Es beschäftigt sich nur mit der Not, mit der Gegenwärtigen. Aber das Wort Gottes sagt, vergiss nicht. Geschwister, das wollen wir. Wir wollen nicht vergessen, was der Herr Gutes getan hat. Wir wollen dieses Lob Gottes mitnehmen. Wir wollen es lernen, wirklich. Und nicht umsonst hat Gott uns wirklich, er will uns zeigen, was das Lob Gottes ist. Er zeigt uns diesen Loblehrgang in den Psalmen und welche Macht das Lob hat, wie es entsteht. Und Geschwister, ganz zum Schluss, es steht ja in der Offenbarung. Und eine Stimme ging aus von dem Thron, lobt unseren Gott, alle seine Knechte und ihn fürchten, wieder klein und groß. Wir werden im Himmel ewig das tun. Aber Gott möge gnädig sein, dass wir auch jetzt es tun. Dass wir es jetzt nicht vergessen. Und ja, Gott möge segnen dieses Wort an uns.
Amen.